habe mir ein Brawl Stars Paket im Wert von über 50 Euro bestellt und das packen wir heute gemeinsam aus. Hier ist das gute Stück. Schere. So. Andere Seite. So, offen. Wir machen das Ganze mal auf. Und zwar habe ich mir 5-mal diese Packs hier geholt. Ich würde sagen, mit denen beschäftigen wir uns zuerst mal. Hier sieht man auch schon, was man alles bekommen kann. Hier sind also die normalen Brawler, dann sind hier legendäre Brawler und Silber- und Gold-Brawler. Natürlich wollen wir die silbernen und goldenen, das wäre krass. Das erste Pack. Ich würde sagen, ach Digga, nee, oder? Dann let's go. Und wir haben Piper. Lol, Piper ist nice. Die sieht auch echt cool aus, muss ich sagen. Die ist auch relativ schwer, um ehrlich zu sein. Ich finde, die haben die echt, echt gut gemacht. Also die sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice aus. Ich würde sagen, die stellen wir direkt hier hin. Kommen wir direkt rüber zum zweiten Pack. Jetzt versuche ich mal den Brawler zu erfühlen. Oh mein Gott, es fühlt sich an wie Gold oder Silber. Oh mein Gott, es ist Spike auf jeden Fall. Es ist Spike. Ich weiß nicht, ob Gold oder Silber, kann ich nicht erfühlen. Let's go, es ist Gold Spike. Digga, Gold Spike. W. Drittes Pack. Let's go. Hi, guys. Oh mein Gott. Gott, die sieht fucking geil aus. Silber Jessie. Digga, die Ausbeute bisher ist crazy. Let's go. Vorletztes Pack. Wir erfüllen wieder. So, wir haben auf jeden Fall einen normalen Brawler. Und ich glaube, das ist Crow. Ja, das ist auf jeden Fall Crow. Let's go. Digga, nice. Letzten machen wir jetzt überraschend. Ich würde sagen, ich lasse es einfach rausfallen. Mr. P. Nice. Dann, Freunde, geht es weiter mit dem Paket. Und zwar habe ich mir 2-mal XL Brawl Stars Figuren geholt. Und zwar können da drin Colt, Crow, Spike, Leon und Mortis sein. Wir holen einfach das erste Pack raus. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, sehen wir, welcher Brawler sich hier drin befindet. Und zwar Colt! Junge! Nice, nice, nice. Okay, wir holen ihn raus. Yo, was? Oha, das ist crazy. Wir haben hier einfach Colt und 2 Waffen und ich glaube auch, warte, wir holen ihn mal raus. Digga, der ist schwer. Der ist richtig schwer. Oh, aber, Bro, man kann richtig viel mit ihm machen. Man kann einfach das bewegen. Man kann seine Arme bewegen. Kann man auch, man kann auf jeden Fall das hier bewegen. Und hier, man kann, Digga, ich glaube, Colt muss mal wieder geölt werden. Bro. Ich würde sagen, wir setzen ihm mal seine Waffen auf. Ah. So macht man das. Okay, doch, das ist sehr cool. Schaut mal. Ey, du da. Puh. Er ist lustig, aber irgendwie, also der Arm ist ausgeleiert, der geht, ach Digga, wirklich. Und hier, den kann man nicht mal hoch und runter bewegen. So, wir kommen zum nächsten. Ihr seht als erstes, es ist Crow. Ja, Crow. Und zwar kann man Crow auch seinen Kopf bewegen. Nice. Hier kann man auch die
Arme bewegen. Nice, nice. Digga, wirklich. Bro, hier, diesen Arm kann man nicht bewegen. Den kann man nicht nach unten machen. Oh. Jetzt ist er unten. Gewalt ist die Lösung. Also ich sag ehrlich, die Ausbeute von den kleinen Figuren ist wirklich richtig, richtig nice. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich auch gefallen. Wenn ich das Ganze oder sowas ähnliches nochmal machen soll, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und lasst es mich mit einem Like wissen. Ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren, liken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.